hier ist wieder euer Aquarianer. Und nachdem es die letzten Wochen ja ziemlich trocken und warm war, da ist es auch an der Zeit, in meinen Miniteichen mal etwas Wasser nachzufüllen. Denn entgegen mancher Aussage, dass diese Miniteiche komplett und ausschließlich ohne Pflege auskommen, ist es eben doch ab und zu mal nötig, etwas Hand anzulegen und Wasser nachzufüllen. Also bleibt doch dran, denn es wird sicherlich spannend, wenn wir das jetzt einmal gemeinsam erledigen werden. Können wir auch schon mal direkt beginnen hier vorne, wo der Wasserstand etwas niedrig ist. Und eine Portion Wasser wird sicherlich das Richtige sein, um diese schönen Pflanzen über den Sommer zu bringen. Ich entschuldige mich für die Akustik, die vermutlich etwas richtig schlecht. Leider verursacht dieser Schlauch eine Menge Geräusche. Aber wenn hier ein ausreichender Pegel vorhanden ist, können wir das gleiche eben auch bei meinen anderen Gefäßen vornehmen. Hier sehen wir übrigens auch einige Muschelblumen, die zum Teil hier draußen den ganzen Sommer verbracht haben im Halbschatten. Aber einige, die aus dem Aquarium nach draußen gebracht wurden, die von der Sonne noch etwas gebleicht wurden. Aber auch dort entwickeln sich dann neue Blätter, die am Ende sicherlich schön und muschelig werden, so wie sie sein müssen. Und auch hier gibt es wieder etwas Wasser. Normalerweise ist das, was der Regen in der Natur übernimmt. Aber hier muss eben auch einmal man selbst tätig werden. Wir sehen da aber auch, dass der Wasserpegel noch nicht so dramatisch ist, denn meine Krebsschere ist noch fast komplett unter Wasser. Jetzt haben wir zu der Akustik durch meinen Schlauch auch noch ein Flugzeug an. Und nachdem das sich aus dem, sagen wir mal, aus dem akustischen Radius entfernt hat, können wir nun einmal die Blätter meiner Seerosen sehen, die wir dann hier mit etwas minimalen Löchern betrachten können, aber hier auf dieser Seite sehen wir, wie sie schön herauswachsen. Und wenn hier jetzt der Regen drauf fällt, dann sehen wir auch, warum die Seerosenblätter eben derartig geformt sind. Das dient eben dazu, dass sie trotz Regen nicht einfach abknicken, sondern das Wasser an einer Stelle abläuft. Das ist sozusagen die Regenrinne der Natur. Und so würde das Wasser dann am Ende des Tages auch im Gefäß landen. Aber nur um sicher zu gehen, werde ich hier direkt das Gefäß einfüllen. Dazu kann ich auch noch euch sagen, ein guter Tipp für euch, wenn ihr einen Teich habt. Die Seerosenblätter, die schirmen nämlich auch durch ihre Größe und ihre Form das Licht ab, sodass weniger Wasser verdunsten kann und der Teich weniger überhitzt. Das ist etwas, wo ich euch eben den Tipp geben würde, wenn ihr ein Problem habt, wie das euer Gartenteichpegel zu niedrig ist generell oder auch es den Fischen zu warm ist, was bei diesen Temperaturen im Sommer, wie wir sie jetzt zurzeit haben, ja durchaus passieren kann. Dann wären vielleicht Seerosen das Richtige für euch, um die Oberfläche etwas abzuschirmen. Ansonsten könnt ihr auch einfach eine Art Dach über euren Gartenteich bauen, aber dann habt ihr eben den Nachteil, wenn auf das Dach der Regen fällt, wird es an den Seiten herunterlaufen und hier landet alles Wasser eben in den Gefäßen, dank dieser ausgeklügelten Form der Seerosenblätter. Und ich finde, das ist doch mal wieder eine sehr interessante Tatsache. Und hier noch etwas Aktion mit meinem Schlauch bis dort hinten hin, sodass am Ende hier eben kein Miniteich auf dem Trockenen landen wird. Und auch die Bottiche hier hinten werden gewässert. Okay. Sollte auch reichen. Einmal können wir uns auch gerne ansehen, wie die Blätter eigentlich aus dem Seerosenrhizom entwachsen. Und zwar, wenn wir das hier entnehmen, dann können wir beobachten, eben, dass es einfach nur diese Knolle hier ist, aus der dann die Blätter sprießen in all ihrer, sagen wir mal, Zahlreichheit und auch in ihrer Festigkeit. So eine Seerose in dieser Größe kann man dann prinzipiell in fast jedem Gefäß halten. Es gab ja auch schon die ein oder andere Frage nach Düngung bei meinen Seerosen beispielsweise. Da kann ich euch sagen, die hier werden beispielsweise nicht gedüngt, was aber auch daran liegt, dass es durchaus vorkommt in einem Garten wie diesem hier, dass von Bäumen wie diesen hier, Blätter wie dieses hier, in ein Gefäß wie dieses hier fallen,
und sich dann dort zersetzen. Das ist dann nicht nur Nahrung für kleine Organismen, sondern das, was diese Organismen produzieren, ist dann eben Dünger für die Seerosen. Wenn ihr jetzt natürlich einen Garten ohne Pflanzen habt und auch ansonsten wenig, sagen wir mal, Außeneinflüsse, dann könnt ihr durchaus ab und zu einmal nachdüngen, wobei eigentlich Licht das Hauptnahrungsmittel dieser Pflanzen ist. Die Seerose wird dann vielleicht nicht ganz so kolossal und riesig wie die, die ihr jetzt beispielsweise direkt hier seht, aber dafür kann sie eben auch ohne Dünger heranwachsen. Beispielsweise können wir hinten auch schön beobachten, dass selbst in solchen kleinen Wasseransammlungen hier immer noch Schwimmpflanzen sich wohlfühlen, wie hier eben der Schwimmfarn, der ja wirklich sehr schön ist und eben auch die Oberfläche abschirmt. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Seerosen als Lieblingspflanze habt, könnt ihr auch solche anderen Schwimmpflanzen nehmen, um euren Teich abzuschirmen. Und hier sehen wir übrigens auch noch einmal die Blätter, die hier hereinfallen. Die, wie gesagt, die sammle ich nicht raus, denn die dienen als Dünger für die Pflanzen. Was wir uns zu guter Letzt noch einmal hier ansehen dürfen, ist ein Anblick, der auf den ersten Blick doch sehr an Seerosen erinnert. Aber wenn wir uns das genauer ansehen, dann werden wir erkennen, dass das hier eben prinzipiell keine Seerosen sind, sondern der Froschbiss, der ähnlich aufgebaut ist, aber eine andere Pflanzenart, die dann eben einfach nur an der Oberfläche herumschwimmt. Und das ist eben, manche würden sagen, die Seerose des kleinen Mannes, und ich meine, die Verwechslungsgefahr ist durchaus gegeben. Aber das ist ja das Tolle, für jeden ist die richtige Pflanze dabei. Und wie erwähnt, sind diese Seerosen eigentlich auch sehr leicht, wenn sie sich vermehrt haben, dann umzusiedeln in ein neues Gefäß, wo sie dann eben schön weiter wachsen können. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt zu viele Seerosen in eurem Gefäß, könnt ihr die auch gerne in ein anderes Gefäß umsetzen und könnt euch sicher sein, dass dann die Seerosen, die vorhanden sind, mehr Platz haben, um sich weiterzuentwickeln und die neue Seerose sich auch entwickeln wird. Aber an dieser Stelle darf ich noch ergänzend sagen, es werden sich auch nicht mehr Seerosen entwickeln als im Teichraum. Irgendwann ist die maximale Anzahl erreicht. Und dann habt ihr eben die optimale Menge an Seerosen, die dann auch blühen werden im Sommer. Von Mai bis, sagen wir mal, August kann man immer mal wieder mit vereinzelten Seerosenblüten rechnen. Das ist natürlich von Art zu Art unterschiedlich und ich bin sicher, auf meinem Kanal habe ich in einem anderen Video auch ausführlich schon einmal die Blüte der Seerose beleuchtet. Und ich würde sagen, damit hattet ihr jetzt einen schönen Überblick über die Seerosen in meinem Garten. Und damit möchte ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich doch selber einen Daumen nach oben freuen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch weitere Fragen zu Seerosen habt. Das würde mich und bestimmt auch die anderen Garten- und Aquariumfreunde sehr interessieren. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Also ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.